Ja, liebe Freunde der gepflegten Strategie, es geht gleich weiter nach unserem gloriosen Sieg gegen Schweden mit folgenden Gebietsgewinnen. Müssen wir zusehen, dass wir die ganzen schönen Armeen wieder wegkriegen. Insofern gibt es jetzt ein bisschen Mikromanagement zu erledigen. Die Armee werde ich dorthin führen. Die gehört zusammen, das ist die Blücher-Armee. Die schicke ich mal hier nach Bayreuth. Ja, dann nehme ich die Armee, das ist das erste Armeekorps Ostpreußen, das ist ein bisschen unsere Belagerungsarmee. Die kommt mal nach Erfurt. So. Und dann haben wir noch die und die Armee. Und die lasse ich nach Mannheim marschieren. Und dann haben wir noch diese ganzen versprengten Kavalleristen. Die muss ich jetzt erstmal irgendwo zusammenführen. Das will ich mal hier in Malmö tun. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ja, und ansonsten werde ich mal hier den Sammelpunkt verändern und ihn auf Malmö setzen. Es ist ja jetzt so, dass Malmö eine Siegprovinz ist, die natürlich von besonderer Bedeutung ist. Hinzu kommt, dass wir jetzt hier so ein Zipfelland gewonnen haben, der schwierig zu verteidigen ist für uns. Weil wir sind keine Seemacht, wir können hier nicht ohne weiteres übersetzen. Und wenn Stockholm versuchen sollte, beziehungsweise die Schweden, ihr Land zurückzuerobern, haben wir Schwierigkeiten, dorthin zu kommen. Insofern will ich jetzt Folgendes machen. Ich will Malmö jetzt richtig voll mit Garnisonstruppen stellen, sodass die Stadt echt lange zu verteidigen ist. Im Notfall. Bis vielleicht hoffentlich Entsatz kommt. So, das heißt, ich werde also jetzt Truppen ausheben, und zwar Infanterie und Artillerie. Und zwar genau unsere Depot-Garnisonsregimenter. Ich glaube, das sind die, die ich haben will. Jawohl. So. Wieso ist Sammelpunkt? Ja, Sammelpunkt Malmö, genau. Den sortieren wir mal. Ja. Dann sollen wir Berlin einbauen. Stettin, Stralsund, das ist okay. Drei werden erstmal reichen. Das sind über 7000 Mann. Ausgewählte Bauern. Und Artillerie will ich auch noch, nämlich eine Küstenbatterie. Und davor soll dann auch noch eine gebaut werden. Machen wir das mit Danzig. Obwohl, das ist ja ewig weit weg. Geht zwar schneller. Küstrin ist näher dran. Frankfurt an der Oder. Naja. Okay. Das haben wir noch. Auftrag gegeben, unsere Truppen sollen jetzt erstmal in Ruhe zurückmarschieren. Ihr habt sicherlich schon an meinem Aufbauplan oder an meinen Marschbefehlen gesehen, in welche Richtung ich mich orientiere. Und das mag etwas überraschend sein. Das hat einen Grund. Ich habe mich mal diplomatisch umgeschaut. Und es sieht so aus, eigentlich wäre mein natürliches Ziel jetzt Österreich, ganz klar. Aufgrund von Nürnberg und aufgrund von Zamosch. Ich wäre, glaube ich, jetzt militärisch auch in der Lage, Österreich zu besiegen. Allerdings gibt es dabei ein Problemchen. Und zwar Unabhängigkeit garantiert von Russland. Ja, und jetzt, also es heißt nicht immer, es ist keine Zwangsläufigkeit. Wenn ich Österreich angreife, kann Russland immer noch sagen, nein, wir gehen nicht in den Krieg. Aber die Sache ist mir ehrlich gesagt zu risky.
Deswegen will ich es jetzt einfach nicht wagen. Ein weiterer Siegprovinz liegt hier in Bayern, nämlich München. Und München hat aber etwas Ähnliches, beziehungsweise Bayern, Unabhängigkeit garantiert von Frankreich. Das wiederum kann ich mir vorstellen, so einen Krieg jetzt zu führen. Immerhin sind hier die Russen, die mich quasi schützen. Und ich glaube, Frankreich ist derzeit nicht in der Lage, noch einen deftigen Krieg jetzt hier gegen mich zu führen. Die Engländer sind hier. Insofern kann ich mir vorstellen, das zu riskieren, falls ich jetzt. Ach so, Großbritannien, ja, toll. Eine Unabhängigkeitsgarantie von Österreich, lustig. Ja, also falls das jetzt so bleibt und nicht was Wesentliches passiert, ist das eine Variante, die für mich vorstellbar ist. So, Kirchenstadt ist bankrott. Aha. Habe ich noch nicht erlebt. Dies verringert ihre Stabilität um 3. Was auch immer Stabilität hier ist in diesem Spiel. Kostet sie 50% ihrer Forschungsinvestitionen und erhöht ihre Inflation. Auch Inflation habe ich noch nicht so richtig wahrgenommen als Wert, aber okay. So, die führen wir mal wieder zusammen. Das sind die Reiter. Warum ist der hier stehen geblieben? Was ist das? Mal gucken, wo ich die hier hinmarschieren lasse. Die gehen nach Mannheim. Der geht auch nach Mannheim. Dann sollten die, glaube ich, nach Berlin gehen. Warum machen sie das nicht? Komisch. So, und das ist eine Reiterarmee, die gehört zu denen hier. Genau. Also weiter im Text. Da ist ein bisschen unübersichtlich mit diesen ganzen. Ah, Bayern hat jetzt auch eine Unabhängigkeitsgarantie von Österreich. Interessant. Das wird, macht die Sache natürlich noch etwas pikanter. Da hat die KI jetzt aufgepasst. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Na gut, auf jeden Fall müssen erstmal, das ist ganz klar, meine Armeen auf einem Truppenniveau sein, dass alles wieder aufgebaut ist. Ich habe ja hier jetzt extreme Verluste gehabt. Das muss alles ersetzt werden. Das wird sowieso noch ein bisschen dauern. Die Russen kämpfen hier mit den Dänen. Okay. Algerien hat eine Unabhängigkeitsgarantie von Spanien. Spanien eine von Frankreich. Ja. Ah, ich merke gerade, es gibt wieder dieses blöde Problemchen, dass man hier Einheiten gebaut hat von den Garnisonseinheiten, die sich nicht jetzt selber zum Sammelpunkt bewegen. Das hatte ich doch letztens schon. Das ist echt lästig. Wo jetzt müsste ich natürlich noch mal wissen, wo ich überall gebaut habe. Das ist nervig. So. Jetzt muss ich mir die Garnisonen angucken. Ja, das sind die Sachen, die ich irgendwie hier gebaut habe. Genau, die 6. Armee, die 7. Armee, richtig, die geht nach Malmö. Die 8. Armee geht nach Malmö. Und die 4. Armee, das ist die Küstenbatterie, die geht auch nach Malmö. Ja, das ist wirklich eines der Dinge, die man hier eigentlich unbedingt nochmal ändern müsste. Das ist nämlich sehr lästig, weil ich kann hier in Malmö nichts bauen, weil das keine Kernprovinz ist. Insofern bin ich darauf angewiesen, das woanders zu bauen. Naja, gut. Da hilft kein Lamentieren. Im Moment ist es so, wie es ist. So, unsere Truppen marschieren eifrig dahin, wo sie sollen.
Hoffe ich doch zumindest. Ne, hier stehen jetzt. Hier steht jetzt eine Armee, die hier nicht hin sollte. Egal, die schicken wir dann. Die sollten, glaube ich. Na, die stellen wir jetzt erstmal nach. Nach Fulda. Oh, Frankreich hat das Bündnis gegen Großbritannien aufgelöst. Okay. Großbritannien hat das Bündnis gegen Frankreich ausgelöst. Aha, es gibt einen Frieden. Frankreich gibt Hannover, Osnabrück, Hamm, Hameln, Lauenburg, Nordhausen, Lüneburg und so weiter diverse italienische Provinzen ab. Frankreich zahlt Dukaten. Großbritannien erwirbt Prestige. Wohlan. Spanien. Okay, da ist jetzt überall Frieden eingekehrt. Spanien hat Vormacht, alles Mögliche verloren. So sieht's aus. Es hat sich was verschoben im Mächteverhältnis. England hat hier Provinzen gewonnen. Unter anderem Nordhausen, Hannover. Gehört alles zu Hannover, ist klar. Und hier unten in Italien. Das verändert natürlich die Lage jetzt für mich nochmal gewaltig. Weil, weil jetzt derzeit quasi keine Kriege irgendwo miteinander toben. Insofern ist meine Strategie, es gibt nur noch einen Krieg Schweden gegen Spanien, insofern ist meine Strategie jetzt schwierig, Bayern anzugreifen, weil jetzt Unabhängigkeit garantiert. Jetzt steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die wieder in den Krieg eintreten. Frankreich oder Österreich, also doch deutlich. Jetzt werfen die mit Unabhängigkeitsgarantien nur so um sich. Das ist natürlich super lästig. Und Frankreich ist wieder Landvormacht. Allerdings ohne Koalition gegen England. Ja, nun ist die Frage, wer schmeißt den ersten Stein, ne? Das ist schon ganz interessant zu beobachten. So, die gehören hier mal zusammen. Genau. Ja, insofern werde ich mich hier auch mal wieder ein bisschen von dieser sehr offensiven Aufstellung verabschieden. Zumindest die Armee werde ich mal etwas in Richtung Mitte ziehen. Die kommt mal hier hin. Man weiß ja nie, in welche Richtung es sich entwickeln kann. Okay, und die marschieren da eifrig, aber ewig langsam nach Malmö. Ja, meine. So. Uiuiuiuiuiuiuiui. Eine Beleidigung von Frankreich. Liebes Frankreich, ich möchte gute Beziehungen zu euch haben. Ich habe jetzt überhaupt gar keine Lust auf einen Krieg gegen euch und dann noch als möglicherweise einziger Gegner. Insofern verbessere ich mal gleich die Beziehung nochmal. Trotz Beleidigung. Ach Gott, ja, Bayern jetzt auch noch durch Großbritannien geschützt. Ach, das ist, wird immer härter. So, ich mache gleich mal wieder einen Rückzug. Diese Ostwärtsbewegung hebe ich gleich wieder auf. Bleibt mal schön hier. Offenbar hat Frankreich irgendwelche blöden Gedanken. Das ist aber jetzt wirklich eine echt verzwickte Lage, muss ich mal so sagen. Weil im Moment hängt jetzt wirklich alles mit allem zusammen. Oldenburg, ja, toll. Aber ich meinte, wenn jetzt wenigstens hier Russland, nee, die Unabhängigkeitsgarantie. Ja, jetzt wird das Diplomatische echt verbunkert, die Situation. Die werfen jetzt mit Unabhängigkeitsgarantien um sich. Das ist wirklich
lästig. Aber nicht zu ändern. So, 5500 bekomme ich schon, das ist hübsch. Wahrscheinlich vor allem durch die neuen Provinzen in Schweden, die sicher gut Manpower bringen. So, und meine Truppen sind Württemberg ja auch noch. Die sind jetzt weitestgehend aufgerüstet. Ja, und wie sieht es denn aus in der Statistik? Okay, Frankreich hat 87.000 Mannstärke, ich 83. Österreich ist hier noch gar nicht drin. Und die Armeegrößen, ich 211, Österreich 208 mit 0 Mannstärke. Ja, eigentlich wäre Österreich durchaus schlagbar, aber nicht, wenn Russland die Unabhängigkeit garantiert. Das ist einfach zu fett. Gegen die kann ich nicht gewinnen. Und dann auch noch diesen Zwei-Fronten-Krieg gegen eine absolute Übermacht. Also im Moment ist die Lage echt verfahren. Auch wenn das vielleicht zum Zuschauen jetzt nicht so nett ist. Aber man muss auch wissen, wann man abwarten muss. Und eigentlich kann man jetzt nur abwarten, dass der nächste große, dass irgendjemand hier die Koalition wieder bildet. Und dass der nächste große Krieg zwischen Frankreich und England ausbricht und dann das ganze Gemetzel wieder von vorne anfängt und ich den richtigen Moment finde zum Eingreifen. Also derzeit ist definitiv nicht der richtige Moment. Auch wenn es ärgerlich ist, weil sich alle anderen jetzt wieder aufrüsten. Aber gut, ich rüste mich natürlich auch in gewisser Weise auf. Ja, ist auch mal ganz interessant zu beobachten, wenn nichts passiert. Außer heftige Unabhängigkeitserklärung von Unabhängigkeitsgarantien von allen Seiten. Nun ja. Stillroter See, Europa in Frieden. Ist das nicht ein schönes Bild? Da gehen wir da auch mal auf die Landkarte. Eine weitere Unabhängigkeitsgarantie. Ja, eine weitere, das nennt sich Balance of Power. Ein Gleichgewicht der Mächte. Niemand traut sich etwas, inklusive mir. Ah! Der Erste Krieg. Interessant. Großbritannien gegen den ehemaligen Verbündeten Sizilien. Ja, klar. Da müssen sie jetzt zwei Provinzen. Okay, die Osmanen sind jetzt mit Großbritannien im Krieg. Das hilft mir jetzt wenig, dieser Krieg. Aber klar ist, dass Großbritannien doch jetzt leicht Oberwasser hat. Na klar, nach diesem hübschen Sieg gegen Frankreich ist das sicher erstmal ganz komfortabel. Ja, leider fehlen mir jetzt wirklich die Kleinstaaten, die ich jetzt hier so ein bisschen abklappern kann. Und hier gibt es ein Bündnis, das geschlossen wurde von den Osmanen gegen Großbritannien. Das finde ich jetzt merkwürdig. Ich dachte, das könnten nur Koalitionsführer. Ah, tatsächlich, es gibt jetzt ein antibritisches Bündnis, angeführt von den Osmanen. Merkwürdig. Ich dachte immer, das könnten jetzt wirklich nur die Führer der Vormachtstellung machen. Also das ist mir jetzt regeltechnisch neu und unklar, aber man lernt ja nie aus. Aber es passiert etwas. Der Tod der Königin Luise von Mecklenburg-Strelitz. Als Königin Luise in den Armen ihres Gatten starb, gaben ihre Untertanen der französischen Besetzung Preußens die Schuld. Tja, leider gibt es keine französische Besetzung. Unsere Heilige ist im Himmel, sagte der preußische General Gebhard Leberecht von Blücher, als er von ihrem Tod erfuhr. Der König von Preußen hat seinen besten Minister verloren, sagte Napoleon. Okay, was bedeutet das? Bis zum 13. März. Ein Jahr lang haben wir diplomatisches Geschick minus 3. Das ist nicht so nett.
So, okay, da ist der Frieden schon geschafft. Großbritannien hat ein Ziel erreicht, Neapel. Damit ist dort wieder Frieden. Jetzt sind die Briten mit den Osmanen im Krieg. Leider hilft mir das wenig. Aber gut, ich gewinne Manpower, ich gewinne Stärke, das ist schon alles okay. Zivilisierung in Hamburg ist fertig, das ist auch nett. Insofern werden wir damit gleich mal weitermachen. Und die nächste Zivilisierung uns erlauben, und zwar, tja, in Posen. Ach, Malmö, ja. Malmö hat auch noch gar kein Depot. Das ist natürlich auch noch wichtig. Sollten wir unbedingt bauen. In Göteborg gibt es auch kein Depot. Das bauen wir auch. Und in Jönköping gibt es auch kein Depot. Das bauen wir auch. So, und jetzt gehe ich dann nochmal in Posen auf die Stufe 2. Das kostet mich ja nochmal 1000. Und ist auch okay. Ja, liebe Freunde, also im Moment etwas taktisches Abwarten von allen Seiten. Jeder wartet auf den richtigen Moment, dass etwas Hübsches passiert. Am 1. Mai 1810 halte ich also jetzt an und ja, ziehe hier erstmal einen Strich. Und jetzt heißt es Geduld bewahren und genau beobachten, wann der richtige Moment zum Eingreifen ist. Ja, ich sehe gerade, ich habe hier auch noch eine neue Idee, die ich erwerben kann. Das mache ich aber das nächste Mal. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald. Dann euer Steinballen.